So, welcome to the video preparing or building the front panel of the FM transmitter. So, willkommen beim Video, die Frontseite oder die das Frontpanel des UKW-Senders bauen. First thing we are going to do, we are going to mechanical stuff. We need the DC plug, the switch, RCA connector, LED and a 1K resistor with the color code brown, black, red. Also wir brauchen für dieses Kapitel den 1 Kilo Ohm Widerstand, braun, schwarz, rot, die LED, den Schalter, den DC-Stecker und die Chinch-Buchse. First we're going to make the mechanical stuff. Also als erstes machen wir die mechanischen Arbeiten, die da werden, die DC-Buchse, die Teile nacheinander einbauen. So we start with the RCA connector. We put it in. Okay, and then we're going to screw it part by part. Also wir bauen jetzt die Buchse rein und dann schrauben wir sie Stück für Stück fest. You can do that with a wrench, but guess what? At the time when I'm making this video, I don't have a wrench. Also ihr könnt dafür natürlich einen Schraubenschlüssel nehmen, wie sich das empfiehlt bei einer Mutter. Aber da ich natürlich wieder mal zu dem Zeitpunkt des Videos noch keinen Schraubenschlüssel habe, mache ich das wieder hochprofessionell mit der Zange. So, this is the first part of our front side from the transmitter built-in. Here is the audio-in connector. Also der erste Teil des UKW-Senders ist bereits eingebaut. Als nächstes bauen wir die DC-Buchse ein. The next thing we are going to screw in ist die DC-Plug. Kann man natürlich auch mit einem Schraubenschlüssel festmachen. You can also screw it with a wrench, but as I said, I don't have one right now. DC plug is pretty most annoying, because the nut doesn't fit too easy. Also die DC-Buchse nervt manchmal ein bisschen, weil die Mutter nicht so gut reingeht. And you should do it like, on the back side, you should do it like this. Also auf der Rückseite müsst ihr darauf achten, dass ihr sie ungefähr so einbaut, ja. Ein bisschen schief. Und wenn ihr genau drauf schaut, if you have a look at it, you can see where the plus is. The plus is there, the one in the middle. And the minus is the other one. Also wenn ihr die so eingebaut habt, dass der Plus in der Mitte ist und der Minus außen. So, also der Plus ist dann hier. Ja, der Plus ist hier und der Minus ist hier. Dann könnt ihr sie festschauen. Then you can tighten the nut. Okay. Next thing ready from our FM Transmitter. Das nächste Teil unseres UKW-Senders ist schon fertig. Jetzt bauen wir den Schalter ein. Now we add the switch. There's something on the switch, how you position it. You have to position it like this. It's important. So the connectors from the switch must be on top. Also wenn ihr einen Schalter einbaut, müsst ihr schauen, dass ihr einen Solum einbaut. Denn die Schaltkontakte müssen oben sein. Weil sonst ist es genau andersrum. Also wenn ihr den Schalter jetzt nach oben schaltet, ist der Sender eingeschaltet. Und ihr müsst ihn so einbauen, dass das eben so ist. So, tighten the nut again from the switch. And in the next step, you are going to need to solder. Also wir schrauben jetzt den Schalter fest und im nächsten Schritt müssen wir schon etwas löten. Of course, you can use a wrench. Natürlich nimmt man für sowas normalerweise einen Schraubenschlüssel, den ich aber nicht habe. I'm sorry that I'm doing that off camera, but as you can see, I'm tightening the nut from the switch. Also wie man sieht, mache ich hier den Schalter fest. So, and this is how our transmitter board front panel looks right now. Just a moment. So, this is how our front panel from the FM transmitter looks right now. So sieht jetzt das Frontpanel unseres UKW-Senders aus. Hier stecken wir später den Strom an, 9 bis 12 Volt. Hier ist der Ausschalter und hier kommt die Audioquelle hin. Hier ist die 12 Volt Plug, 9 to 12 Volt Plug, Power On Switch and Audio Input. The next step, we are going to solder. So take the LED and put it in like this. Also nehmt jetzt die LED
und steckt sie so rein, dass der kurze Anschluss nach unten schaut. Put it in, so that the short connection is looking, it is facing down. It's facing the ground, if you want to call it like that. Then you put it in, that it holds. Okay, there's your power LED. And then you're going to bend the wire, so it has contact with ground. Also als nächstes biegt ihr dann den unteren kurzen Draht, dass er Kontakt mit Minus hat. The upper wire is bent, that it is around in parallel with the contacts of the switch. Das, den oberen längeren Draht biegt ihr so, dass er ungefähr parallel mit den Drähten des Schalters ist. So. Now you're going to cut the wire from the LED. Jetzt schneiden wir einen Draht von der LED ab, und zwar, dass er ungefähr so lange ist wie der vom Schalter. Der Draht. You're cutting it like this, that's around about as long as the wires from the switch. Now take the 1K resistor, brown, black, red resistor. Now you're going to need to solder. Jetzt brauchen wir den 1 Kilo Ohm Widerstand und das müssen wir löten. The first thing we are going to solder is the 1K resistor to the LED. Das erste, was wir löten, ist der 1 Kilo Ohm Widerstand an die LED. Also wir löten hier an der LED oben den Pin fest, löten dann den 1 Kilo Ohm Widerstand zwischen LED und Schalter. So we are soldering the 1K resistor between LED and the switch. The upper contact, shorter contact, I'm sorry, the upper contact on the switch. So, I showed it. Just a moment. So, also so sieht das dann aus. That's how it's going to look. Okay? Now we are going to take the side cutting pliers and cut off the leftover leads from the resistor. Jetzt nehmen wir den Seitenschneider und schneiden die übrig gebliebenen Drähte von dem Widerstand ab. Die heben wir aber auf. Next thing we are going to solder is the plus connector from the switch. Als nächstes löten wir den Plus-Anschluss mit dem Schalter zusammen. Hier der Plus-Anschluss wird auf den unteren Draht vom Schalter gelötet. So the plus connector is soldered to the lower connection of the switch. I'm using the wire that is left over from the resistor. Ich nehme den Draht her, der vom Widerstand übrig ist. Okay, das has been soldered. Also, es wurde gut verlötet. Hier kann man noch ein bisschen Lötzen drauf tun. Here you can add some solder. So, now it's nearly perfect. I'm going to cut it again. Den restlichen Draht schneidet man wieder ab. So, this is how it should look like. So sollte es dann aussehen. In the next step, you're going to solder the minus connection from the LED to the circuit board. Im nächsten Schritt löten wir den Minusanschluss der LED auf die Platine. Don't solder too long, because the LED doesn't like high temperatures. Nicht zu lange löten, die LED mag keine hohen Temperaturen. So this is how it should look like. This resistor isn't perfect on top. I soldered up a little bit more, so it's looking more fancy. It's like, der Widerstand oben ist noch ein bisschen schief, den mache ich jetzt noch ein bisschen ordentlicher hin, damit es schön ausschaut. Siehst ja was fürs Auge dann. So, and now the last solder stuff. We take the piece of wire we cut off from the resistor, which should lay around about here. Here it is. The leftover wire from the resistor, we take it. And then we're going to solder it to the DC connector. Also der Draht, der noch übrig geblieben ist vom Widerstand, wird es noch an der DC-Buchse festgelötet. So I'm going to solder it on top of the DC connector. So, now I'm bending it and connecting it to ground. Jetzt biege ich das Ganze und verbinde es mit Masse. See?
So it's looking kind of fancy. Das sah jetzt ganz toll ordentlich aus. And now I'm going to solder it to ground. Und jetzt löte ich es noch an Masse fest. Okay, dann. Also, fertig. Und this is how the input board or the front panel should look like. You could clean it, that is looking a bit more fancy, but this is how the front panel then should look like from the homemade FM transmitter. So sollte das Ganze dann ausschauen vom selber gebauten UKW-Sender. Das Frontpanel. Okay. In the next video, we are going to glue the small parts and the big parts to the circuit board, to the main circuit board. Im nächsten Video kleben wir dann die Teile, diese kleinen Plättchen, auf die Platine, auf die Hauptplatine. See you in the next video. Man sieht sich im nächsten Video.